Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und viele haben schon auf dieses Video gewartet. Ich möchte dir Tipps geben, wie du mit Druck, Stress vor oder während Prüfungen, in mündlichen, in Examen, in Klausuren und so weiter umgehen kannst. Ich möchte dir ein paar Tipps und Techniken geben. Du hast vielleicht im letzten Video, das habe ich dir verlinkt oben, schon gesehen, wir waren im ZDF Fernsehgarten in einer großen Live-Show, wo über 1,5 Millionen Leute zugeschaut haben, ein zig Team, Kameras außenrum sind, Live-Zuschauer und wo wir eine Gedächtniswette, ja, zusammen mit der Feli aufgeführt haben, durchgeführt haben, wo wir uns über 90 Fakten in relativ kurzer Zeit eingeprägt haben und dann auch wiedergegeben haben und so weiter. Wie gesagt, schau dir gerne unseren Auftritt mal an. Den Link findest du in der Beschreibung. So ab Stunde 1:40 ist unser Auftritt dran. Und wie wir unter diesem Druck, Stress, so viele Zuschauer wirklich performen konnten und diese Leistung abrufen konnten, möchte ich dir in diesem Video zum einen erzählen, wie wir das gemacht haben, dass wir selbst in der Situation ruhig und konzentriert geblieben sind, aber auch, und darum geht es hauptsächlich, um dir zu zeigen, wie kannst du diese Techniken, Sachen, wo wir genutzt, angewandt haben, eben auch für dich verwenden, um zum Beispiel vor oder während einer Prüfung, Klausur, im Examen oder gerade auch in mündlichen Prüfungen, wo ja wirklich Prüfer vor einem sitzen und einen zuschauen, anschauen und so weiter, wie du eben da auch gut und besser mit dem Stress umgehen kannst. Klar, mir ist immer vielleicht ein bisschen aufgeregt, wir waren damals auch noch trotzdem, trotz Techniken und so weiter, aufgeregt, aber wie man es dann eben trotzdem schafft, konzentriert, fokussiert zu bleiben, das möchte ich dir eben in diesem Video heute ja ein bisschen genauer erzählen, erläutern und dir eben Sachen von unserem TV-Auftritt mit an die Hand geben, von denen du eben auch, denke ich, enorm profitieren kannst. Ja, wie ich schon im vorgehenden Video zu unserem TV-Auftritt erzählt habe, es war mega spannend. Phil und ich waren mega aufgeregt, Adrenalin bis Ober-Unterkante. Man kann sich natürlich vorstellen, dass zum einen, es ist eine Live-Sendung, das macht das Ganze, finde ich, immer nochmal zusätzlich sehr spannend, wenn man einfach weiß, egal was man sagt, tut, macht. Es sehen einfach die Leute und man kann nicht sagen, so, wir machen nochmal Stopp, wir nehmen die Szene irgendwie neu auf und drehen das irgendwie nochmal neu ab oder ein zweites Mal, sondern so wie es dann rauskommt, so sind es dann die Leute. Dann eben, ich glaube, 1,7 Millionen Zuschauer waren es an dem Sonntag. Es schauen enorm viele Leute vor den TV-Geräten zu. Die Kameras, es gab jetzt eben auch nach Corona wirklich Live-Publikum vor Ort. Das war einmal nicht so, als wir schon mal im ZDF-Fernsehgarten waren. Und diese Komponenten machen es einfach stressig und man ist einfach aufgeregt, gerade wenn man nicht irgendwie regelmäßiger jede Woche vor der Kamera steht oder in einer Live-Show ist, ist es immer super spannend und aufregend, wie man sich vorstellen kann. Und ich möchte eben so, sage ich mal, drei Tipps auf jeden Fall mit an die Hand geben oder zeigen, die wir selbst genutzt haben, um konzentriert zu bleiben und die du auch nutzen kannst, wenn du vor Prüfungen oder in Prüfungen bist und dich eben auch konzentrieren möchtest und eben auch performen möchtest, auch unter Druck und Stress, wenn es dann eben drum geht, jetzt geht's los und jetzt muss man performen. In unserem Fall war es, die Kameras sind gelaufen, es war live. In deinem Fall ist es dann vielleicht, du sitzt vor deiner Klausur oder vor deinen Prüfern und musst dann eben das Gelernte quasi reproduzieren und aufs Blatt bringen. Ja, und wie du vielleicht in dem anderen Video schon zu unserem TV-Auftritt gesehen hast, dass es gut ging, wir haben das mit den 90 Fakten uns einprägen, weitergeben, Feli wieder reproduzieren und so weiter. Hat alles geklappt, hat alles funktioniert. Und ja, wie haben wir das gemacht? Mein erster Tipp, und der hat mir auch persönlich, glaube ich, mit am meisten geholfen, ist einfach, dass man sich vorbereitet und übt. Ich habe es im anderen Video gesagt, wir hatten eigentlich dann nur eineinhalb, ja, Wochen Zeit, um uns überhaupt vorbereiten und nicht mal eine Woche, um dann zu wissen, was wir uns wirklich genau einprägen müssen. Dass du wahrscheinlich vor deinem Examen kannst da schon länger planen und erfährst nicht erst in, kurz vor oder irgendwie eineinhalb Wochen davor, dass jetzt bald die Prüfung oder Klausur ansteht. Genau, aber eben der erste Punkt ist Vorbereitung und Üben. Klar, bei dir ist es jetzt vielleicht das Auswendiglernen oder das Lernen und ja einfach die Inhalte zu verstehen, zu verinnerlichen. Bei uns war es eben so, diese Gedächtniswette zu trainieren. Und da war es so, ich habe mir dann sogar so ein kleines eigenes Computerprogramm geschrieben, um eben diese Schirme und so weiter mir als Bilder, als Sets anzeigen zu können, damit wir das wirklich möglichst realistisch ja trainieren können. Und das kann ich dir auch als Tipp geben oder der fällt da in diesen Tipp mit rein, dass du versuchst, die Prüfungssituation, die Prüfung, Examen, Klausur einfach mal ja möglichst realistisch durchzuspielen, dir wirklich vorzustellen, was kann vielleicht drankommen, wie läuft das Ganze ab und so weiter. Und kleine Anekdote von mir, ich habe es damals sogar lustigerweise so weit getrieben und du kannst es gerne auch mal ausprobieren. Mir hat es schon geholfen. Und zwar hatte ich, als ich damals zu meinem allerletzten Examen die mündliche Prüfung hatte, bekommt man ja im Vorfeld auch die Prüfer, die Namen und so weiter. Und dann habe ich ja bei Google der Namen eingegeben, habe mir die Bilder von denen auf DIN A4 ausgedruckt, habe mir die dann vor mich hingehangen
und habe dann, wenn ich zum Beispiel zu einem Thema üben wollte, wenn ich das den Prüfern erzählen musste, habe ich die quasi vor mir aufgehangen, bin dann meinen Gedächtnispalästen und so weiter durch und habe dann versucht, nicht irgendwie mir oder einem Freund, Freundin oder so, das zu reproduzieren, um eben dieses Mündliche und dieses Sprechen zu üben, sondern habe versucht, wie eben möglichst realistisch in der Prüfungssituation mit diesen drei Personen, die ich vor mir aufgehangen hatte, denen das quasi zu erzählen. Und so war dann die eigentliche Prüfungssituation dann auch schon nicht mehr ganz so spannend, weil ich gewohnt war, dass da drei Leute vor mir quasi sitzen und mich anschauen. Und das meine ich eben mit realistisch, dass man sich so eine Prüfungssituation zum Beispiel simuliert. Vielleicht weißt du sogar, welcher Raum, in welchem Raum du geprüft wirst und kannst dir den schon mal vorstellen, wie du dann wirklich vor deinen Prüfern sitzt oder Prüferinnen und so weiter. Das hat mir auch da eben bei der Wette geholfen, dass man eben auch diese Gedächtniswette an sich möglichst realistisch übt, auch wenn wir nicht vor Ort waren und wir keine 90 Schirme oder 30 Schirme aufstellen konnten und 30 Flaschenstühle und Handtücher hatten, sondern habe mir eben deswegen dieses Programm geschrieben, um das wirklich möglichst realistisch aussehen zu lassen, dass man eben möglichst nah an der eigentlichen Realität und dann, wenn es drauf ankommt, dran ist, um dann eben so ein bisschen Druck und Anspannung rauszunehmen, weil man dann schon vertrauter mit der eigentlichen Situation ist. Und mit dem Üben, wir haben diese Gedächtniswette natürlich auch mehrmals geübt und durchexerziert. Das ist in deinem Fall quasi das Lernen, dass man sich gut vorbereitet, dass man vielleicht auch schon früh genug anfängt, dass man zum Beispiel mit Lerntechniken, das ist ja unser Thema hier bei Happy Hippocampus, sich mit Lerntechniken beschäftigt, die auch anwendet, übt, sie anzuwenden und dann ist man einfach gut gewappnet und nicht mehr so aufgeregt, weil man eben diese Situation, diese Prüfungssituation schon mal ja durchlebt hat. Du kannst dir auch das wirklich alles nur visuell vorstellen, musst jetzt nicht unbedingt was ausdrucken oder auch wie du vor deinem Examen sitzt, die Zettel umdrehst und so weiter und das wirklich mal so durchgehst. Genau, kann hilfreich sein, kannst es gerne mal ausprobieren. Ja, dann zum Tipp 2, ist ein bisschen ähnlich auch oder hat Parallelen zum ersten Tipp. Und zwar geht es darum, sich die Sachen wirklich zu visualisieren. Zum einen, du hast schon oft aus meinem Munde gehört, visualisieren mit Gedächtnispalästen, sich bildlich vorstellen, räumlich vorstellen, dass man da sich die Sachen gut langfristig oder langfristiger einprägen kann. Was ich aber auch damit meine und jetzt eben Beispiel von unserem TV-Auftritt im ZDF. Und zwar war es so, habe ich auch in dem anderen Video eben beschrieben, dass es Generalproben gab und dass ich da noch sehr aufgeregt war oder noch viel mehr aufgeregt, als es dann ernst wurde am nächsten Tag bei der Live-Show. Und ich habe eben gemerkt bei der Generalprobe, oh, da bin ich so aufgeregt und es war immer so, die Kiwi, die Moderatorin, hat mich dann zu dieser Anordnung geführt und hat gesagt, okay, bin ich bereit, jetzt geht's los. Und da habe ich immer gemerkt, als sie das gesagt hat, dass mein Herzschlag hoch ist, Adrenalin nochmal eingeschossen, wenn überhaupt noch was zum Rausschießen da war. Und da war ich dann bei der Generalprobe so aufgeregt, dass ich mir nach der Generalprobe gesagt habe, okay, ich muss irgendwie was machen oder ändern, dass ich eben dann am nächsten Tag, wenn es dann eben live ist, nicht so aufgeregt bin und wirklich konzentrierter bin. Und da hat mir das Visualisieren ungemein geholfen. Und zwar, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir wirklich vorgestellt, immer wieder ein paar Mal oder öfters, dass ich wirklich mir diese Situation mit der Kiwi, mit der Moderatorin vorgestellt habe, wie die diese sagt, mich hinführt, sagt, okay, bist du bereit, jetzt geht's los. Habe mir das wirklich vorgestellt und habe mir immer vorgestellt, wie ich da ruhig bin, wie ich dann anfange, wie ich konzentriert bin, mir die ersten Schirme, die ersten Sets und Anordnungen einpräge. Und das habe ich immer wieder gemacht. Und dadurch, dass ich das wirklich so visualisiert habe und mich ein bisschen drauf konditioniert habe, dass ich dann ruhig bleibe, hat es dann auch sehr, sehr gut dann bei der eigentlichen bei der Show dann, dass es da eben funktioniert hat, dass ich wirklich hingegangen bin und sie gemeint hat, okay, jetzt geht's los. Und dadurch, dass ich quasi gefühlt schon die Situation jetzt nicht nur einmal in der Generalprobe durchlebt habe, sondern mehrmals in meinem Kopf vor meinem inneren Auge abspielen lassen habe, war ich da echt sehr, 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 sehr viel weniger aufgeregt und sehr konzentriert. Entspannt wäre übertrieben, aber ich war da echt sehr, sehr ruhig, als sie dann eben gesagt hat, okay, jetzt geht's los, habe mir die Sachen eins schön gemütlich quasi gefühlt, eins nach dem anderen und ruhig und konzentriert und fokussiert einprägen können, was in der Generalprobe noch total Chaos, oh Gott, und Panik, Stress und hier und da. Und das ist eben ein Tipp, wo ich auch dir geben kann, auch wenn du sagst, du hast vielleicht ein bisschen Prüfungsangst oder da kommt dann manchmal Panik in den Situationen auf, dass du dir im Vorfeld schon das wirklich visualisierst, wie du vielleicht vor den Prüfern sitzt, wie du da das erzählst, wie alles reibungslos läuft. Das hilft auch immer, sich die Sachen dann wirklich positiv vorzustellen, wie sie vielleicht im Optimalfall ablaufen könnten. Und dadurch, dass man eben diese Situation dann nicht das erste Mal durchlebt, wie in der Generalprobe oder wie es vielleicht bei dir dann im mündlichen Examen ist, dass du das erste Mal da sitzt und dann irgendwie denkst, oh shit, die Situation überfordert mich, dass man sich eben da schon vorbereitet und eben sich die Situation, soweit es einem möglich
ist, quasi wirklich visualisiert und schon mal so durchgeht. Und wie in meinem Fall hat mir das dann eine enorme Sicherheit gegeben, weil ich eben diese Situation nicht nur einmal durchlebt habe und dann mega aufgeregt war, sondern immer wieder und dadurch die Situation einfach vertrauter und bekannter war und somit eben auch ruhiger geblieben bin. Und das kannst eben du auch nutzen, diese Visualisierung. Und wie gesagt, das geht ein bisschen in Tipp 1, diese Vorbereitung ist ja quasi auch dieses Visualisieren. Genau. Dann der dritte Tipp fällt so unter den Begriff Meditation. Ich bin jetzt keiner, der täglich irgendwie eine Viertelstunde meditiert, aber ab und zu verwende ich das mal oder eben auch in solchen Fällen. Und ich will dir ganz kurz beschreiben, wie ich da vorgegangen bin. Du musst kein Experte sein oder groß Übung haben, wie du eben auch so eine kleine Meditation vielleicht einbauen kannst oder Meditation, um eben ruhig zu bleiben oder wieder ruhiger zu werden. Und zwar, das habe ich im anderen Video auch beschrieben, so die letzten ein, zwei Stunden, bevor dann der Live-Auftritt startet und die Kameras an sind und das Licht und alles leuchtet und jetzt geht's los, waren sehr, sehr aufregend und wo man merkt, boah, mir ist so angespannt. Und gerade wenn man was lernen möchte oder dann eben das Gelernte wieder reproduzieren möchte, muss man einfach konzentriert und fokussiert bleiben. Und wie hat es Phil und ich geschafft, dass wir dann auch im Vorfeld uns schon ein bisschen wieder runtergebracht haben, sage ich mal, und dann in der eigentlichen Situation zwar trotzdem noch mega aufgeregt waren, aber bei weitem nicht so sehr, dass wir irgendwie ein Blackout hatten oder alles vergessen und durcheinander geworfen hatten, sondern uns trotzdem so weit ruhig geblieben sind, dass wir uns einigermaßen gut konzentrieren konnten. Wie habe ich das gemacht? Ich hatte mich damals in unserem Backstage-Raum quasi einfach hingesetzt und habe mich einfach nur erstmal auf meinen Atem konzentriert. Das scheint sehr simpel zu sein und ist eigentlich schon eine kleine Meditation. Habe die Augen zugemacht, habe mich hingesetzt und nur darauf geachtet, wie ich tief ein- und ausatme. Das hat schon mal den Vorteil, oft wenn man angespannt und aufgeregt ist, das kennst du vielleicht auch, atmet man nur so oben in die Brust rein und gefühlt fast Schnappatmung. Genau, und das kann man damit schon mal vermeiden, dass man einfach tief ein- und ausatmet und dadurch, dass man sich nur auf seinen Atem konzentriert, geht nicht diese Negativspirale an, oh Gott, und was könnte passieren und da und jetzt geht's bald los, sondern man ist so einfach bei sich, bei seinem Atem und kommt dann nicht in diesen negativen Gedankensprudel. Und wenn das nur irgendwie 3, 4, 5 Minuten sind, hat es mir geholfen, einfach wieder runterzukommen, einfach tief ein- und auszuatmen, um so dann einfach ja seinem Körper auch zu zeigen, okay, es ist alles gut, hilft mir dann immer so ein bisschen wenigstens den Stress, die Anspannung zu reduzieren. Oder ich kenne es auch aus dem Gedächtnissport, da habe ich immer meinen Gedächtnispalast, bevor ich mir was eingeprägt habe mit so einem Palast, einfach visualisiert, bin den durchgegangen, habe mich nur auf diesen Raum konzentriert und das ist auch so, finde ich, wie eine kleine Meditation, indem man sich wirklich darauf fokussiert, einfach nur den Raum durchzugehen und dadurch konnten keine anderen negativen, stressigen Gedanken aufkommen. Das kannst du auch vor Prüfungen, vor deinem Examen, mündliche Prüfung oder so machen, indem du sagst, okay, bevor es jetzt losgeht, du wartest vielleicht noch vor dem Prüfungsraum, dass du einfach nochmal so im Kopf deinen Raum durchgehst, wo du vielleicht irgendwas dir eingeprägt hast, das gibt dir dann Vertrauen und so weiter und du ja, konzentrierst dich oder fokussierst dich auf was anderes als jetzt, oh Gott, jetzt geht's gleich los und Panik hier und Stress und so weiter. Genau. Ja, und dann sozusagen noch den Bonustipp, Tipp Nummer 4, was mir auch immer in solchen Situationen hilft, und die auch bei Prüfungen helfen kann, das ein bisschen in Relation zu sehen und zu überlegen, okay, wenn ich jetzt, was weiß ich, wenn unsere Gedächtniswerte da schiefgegangen wäre, wenn wir uns nur die Hälfte eingeprägt hätten oder wenn wir in unserem Gedächtnispalast so durcheinander gekommen wären, dass wir irgendwie alles durcheinander gebracht hätten und gar nichts richtig gehabt hätten, was wären die schlimmsten Konsequenzen oder was kann am schlimmsten passieren? Und oft tritt dieser Worst Case ja gar nicht ein und wenn du dann mal überlegst und es eben ein bisschen in Relation setzt, dass, ja, es geht nicht um Leben und Tod, deine Familie ist vielleicht soweit gesund, du bist gesund, es geht, wie gesagt, nicht um Leben und Tod und wenn man das dann sich so mal rauszoomt und von außen betrachtet, kann einem auch helfen, ja, dass man das einfach ein bisschen anders einordnet und oft ist es ja vor Prüfungen so, das ist das große Examen und es ist dann so gefühlt ein großes Monstrum vor einem, dass man gar nicht das andere nebenher sieht und da hilft es dann oft, das ein bisschen, ja, sich von der Perspektive von außen zu betrachten und was mir da auch immer geholfen hat und das ein bisschen zu relativieren, zu sagen, okay, selbst wenn ich jetzt in der Klausur im Examen durchfalle, ich habe wahrscheinlich mindestens noch 2 weitere Versuche, es geht, wie gesagt, nicht um Leben und Tod und Gesundheit und wie auch immer, ich kann es einfach nochmal wiederholen und oft haben wir auch, ja, solche Rückschläge auch positive Seiten, also wie gesagt, das hat mir immer geholfen, zu sagen, okay, selbst im Worst Case, wenn man durchfällt zum Beispiel,
Es gibt noch zig Möglichkeiten, wie man dann trotzdem die Prüfung noch besteht. Und es ist einfach kein Weltuntergang, wenn man zum Beispiel mal selbst das Examen, eine mündliche Prüfung, Klausuren nicht besteht. Wie gesagt, man kann meistens ja echt noch zwei, dreimal antreten. Und genau, und das nimmt dann, finde ich, auch immer oder hat mir den Druck genommen. Oder auch bei der Gedächtniswette, wo ich mir gesagt habe, okay, wir waren schon zweimal im ZDF-Fernsehgarten, da hat es auch immer gut geklappt. Und selbst wenn es jetzt nicht klappt, gut, dann war es halt so, aber wir konnten schon mal quasi zeigen, dass es geklappt hat. Und so kannst du auch bei deinen Klausuren überlegen, okay, wie oft hat es denn schon geklappt? Wie viele Klausuren hast du bestanden? Und selbst wenn jetzt mal eine in die Hose geht, ist dann halb so wild. Und genau. Okay, dann nochmal zusammengefasst. Der erste Tipp eben Vorbereitung üben, was du im Vorfeld schon tun kannst. Der zweite Tipp, der eben damit reinspielt oder gespielt hat, ist eben das Visualisieren, dass du wirklich dir die Prüfungssituation und so weiter vom inneren Auge einfach ja durchgehst, visualisierst, vorstellst. Wie gesagt, das hilft dann einem, um dann relaxter zu sein, weil man diese Situation nicht das erste Mal durchlebt. Dann der dritte Tipp, was mir geholfen hat, und du musst kein Meditationsprofi sein, zu meditieren, auf seinen Atem zu achten und es immer mal einbauen. Entweder, ja, wenn du so in der Vorbereitung Stress hast oder wirklich direkt vor der Prüfung oder auch während der Prüfung, während der schriftlichen Prüfung, hast du die Zeit auch mal dir eine halbe Minute, eine Minute oder länger mal herzunehmen, zu sagen, okay, ich bin gerade so gestresst oder bekomme irgendwie Panik, dass man einfach ja auch da das nutzt. Und wie gesagt, das war ja so der Bonustipp Nummer 4, dass man die Sachen ein bisschen in Relation sieht und guckt, okay, selbst im Worst Case, welche Möglichkeiten gibt es noch und wie wichtig und bedeutend ist es wirklich. Und genau, falls du sonst auch noch Tipps hast, wie du ruhig bleibst, wie du mit solchen Stress-, Anspannungs-, Adrenalin-Situationen umgehst, dann schreib es gerne in die Kommentare, können auch andere Leute davon profitieren. Genau, ansonsten lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir Tipps oder alle Tipps geholfen haben. Versuch das ein oder andere vielleicht auch mal auszuprobieren. Schreib mir dann gerne auch in die Kommentare, wie es dir geholfen hat, was dir vielleicht besonders an Tipps gefallen und geholfen hat. Ansonsten, falls du kein Video verpassen möchtest, aber auch allgemein, kannst du gerne uns unterstützen, indem du unseren YouTube-Kanal abonnierst, das Glöckchen aktivierst, dann verpasst du auf jeden Fall kein neues Video mehr. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao!